So, grüß euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Tomb Explorer VR mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge wollten wir hier die Schädel reintun. Magie. In der letzten Folge wollten wir hier die Schädel reintun, aber dann habe ich gemerkt, dass ich meinen Rucksack vergessen habe. Jetzt habe ich den überall gesucht und dann ist mir eingefallen, der ist doch auf meinem Rücken, Mensch. Auf meinem Rücken war er. Wie kriege ich den eigentlich raus? Ach so. Hier, bitteschön, einmal. Hier, bitteschön, zweimal. So. Dann nehmen wir die wieder. Oh, kann ich nicht mitnehmen. Dann bleiben die Köpfchen wohl da. Ihr gebt mir Deckung, ja? Wenn irgendeiner reinkommt, egal wer, ruf sofort, ja? Und du? Ich weiß, du bist der einzige sichere von uns beiden. Hier. Das wirst du brauchen. Weißt du was? Ich hab's mir alles überlegt. Ich nehme sie doch mit. So. Okay, mal sehen. Wie sieht's denn hier aus? Große Höhle. Hey. Wo bin ich draufgetreten? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt hier rennen muss. Offenbar doch. Oh. Au. Ich hatte was in der Seite stechen. Könnt ihr mal gucken? Okay, jetzt sind jetzt hier. Wie die auch wieder in der anderen Seite dann verschwinden. So. Wisst ihr, es wäre vorteilhaft, wenn ihr die Fallen aktivieren würdet, wenn irgendeiner hier eine Druckplatte betätigen würde. Nur so als Forsch. Na gut, mit denen rede ich hier eigentlich. Die sind doch sowieso alle tot. So. Why are we here? Some kind of ancient contraption. Could it be technology? Maybe a teleportation device or a trap? Looks like a portal, but that can't be right. I've got to figure out what this mechanism does. Muss ich jetzt anschieben? Okay, ich muss jetzt dahinter. Okay, ich schieße noch nicht mehr. Macht mir wenigstens den Rückweg einfacher. Das sieht aus wie eine Art Teleportationssystem. Warum kann ich das Teleportationssystem nicht gleich nutzen, damit ich dahinter geportet werde? Was würde eigentlich passieren, wenn ich so ein Ei wieder mitnehme? Ach komm, lass liegen. So. Also komm mal, warum? Ich finde irgendwie, dass die Hand hier komplett unnütz ist, muss ich ehrlich sagen. Ich würde lieber mit der hier die ganzen Gegenstände holen, anstatt mit der hier. Oder halt mit beiden, dass man halt mit zwei Sachen was benutzen kann. Kann ich es vielleicht umstellen? Warte mal, das wäre vielleicht eine Idee. Spielweise, Box auf linke Schulter on, ach, auf jeden Fall nur physisches Ducken. Okay, aber welche die führende Hand ist, wird hier nicht angegeben. Texturen lasse ich lieber so. Voice-over. Okay, schade, man kann nicht die führende Hand eingeben. Weil wie gesagt, ich finde es... Ich bin Rechtshänder, das ist das Problem. Ich bin Rechtshänder, das ist das Problem und das Spiel ist eher für Linkshänder ausgelegt. Nichts gegen Linkshänder selber, aber... Ich komme da nicht ran. Und es wieder mit der linken Hand machen. Habe ich mit dem hier nicht das? Nee. Vielleicht muss ich weiter unten greifen. Ah, jetzt war ich. Ich muss den einfach nur weiter unten greifen. Huch. Wir haben nur ein Relikt, was? Alter, wie scheiße waren wir denn? Ey, warte mal, wir haben doch mehr, wir haben doch sogar ein paar Münzen gesammelt. Scheiße, dieses Geico ist noch in die andere Folge mit reingeboxt. Na gut, was soll's. Okay. Mensch, jetzt sind wir vor der Tür hier.
Komisch. Echt merkwürdig. Ich kam mir so vor, kann ich eigentlich wieder zurück? Sorry, ich möchte ins andere Level zurück. Aber ich habe da ein bisschen was vergessen. Nee, geht leider nicht. So. Okay, wie heißt es doch so schön? Wer klopft, den soll Einlass gewährt werden. Was habe ich denn da auf dem Rücken? Ach so, ein Pfeil. Wo ist eigentlich mein Hut? Ich fühle mich so kahlköpfig. Heps. Nee. Okay, also hier komme ich nicht weiter. Die Peitsche war vielleicht doch gar nicht so schlecht, so wie ich sie gewählt habe. So. So, dann brauche ich die dumme Axt hier. Kann ich eigentlich nicht hier festgreifen oder so? Oder hier so die Peitsche außenrum. Zack, jetzt greife ich mir die andere Seite und rutsche daran runter. Wieso kann ich eigentlich so... Ich finde es irgendwie schade, dass sie nicht so einen Peitschen-Sound macht. So, jetzt kommt wieder der Tomb Raider-Teil. Hui! Hui! Kann ich eigentlich hängen bleiben? Oh, falsche Ding hier. Jetzt gib mir nochmal die Axt hier nochmal. So. Hups. Okay, dann halt nicht. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn die hängen bleibt. Okay, ich kann jetzt hier hoch und ich kann hier rüber. Schreibt ganz schnell in die Kommentare, wo ihr hinwollen. Oh. Okay, da geht die Spinne hoch. Da möchte ich nicht hochgehen. Warte mal, was? Ich sehe gerade, ihr wollt, dass ich da hochgehe. Nein. Och nein. Warum soll ich hier hochgehen? Hier oben ist so nichts. Hier oben ist wirklich nichts. Okay, nicht ganz. Hier ist noch eine Druckplatte. Kann man die eigentlich irgendwie auslösen, ohne dass man selber dabei drauf marschiert? Habe ich irgendwas Schwereres da? Der Bogen ist, glaube ich, das Schwerste, was ich habe. Keine Ahnung, ich kann da draufsteigen und mich mehrmals inaktivieren, kurz Auge kratzen. Aber irgendwie tut sie da nichts. Spinne! Das haben wir gleich! Das haben wir gleich! Das haben wir gleich! Das haben wir gleich? Ah, jetzt so. Ich bin guter Bogenschütze. Na super, und jetzt hauen sie genau ab. Hallo. Na, lieber nicht pfeifen. Schade, dass ich die Pfeile nicht mehr zurückkriege. Das ist nämlich ziemlich Verschwendung. Ist das da hinten ein Hebel? Nee, sah bloß aus. Irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob dieser Weg, der da unten ist, mich auch noch hier hochgeführt hat. Ah, nee, ist eine Pflanze. Powerplant. Theoretisch kann man mit denen hier auch sehen, so ein Seil runterrutschen. Na, ja, knapp daneben. Liebe Spinne, auf diesem Pfeil steht dein Name drauf. Sie heißt Herbert. Sag mal, wie schnell sind denn die eigentlich? Die ist doch gerade hier hochmarschiert. Easy chilligen Gang. Hallo? Da steht sie rum.
Tschüss, Herbert. Okay, ich habe noch Pfeile. Die Frage ist, wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Warum hat mir jemand gesagt, dass ich so einen riesen Arsch habe? Ist der Schatten überhaupt zu sehen? Ja, jetzt schon. Das ist halt immer, wenn er so komisch geduckt halt eben läuft. Ich bin ganz klein. Oh. Ach man, dieses dumme hier. Diese dumme Waffen raussuchen. Hier kann ich die nicht irgendwo halftern. Warum kann ich diese Waffe eigentlich nicht halftern? Au! Gib den. Bist du blöd, ey. Okay, eine Sekunde. Ich muss ihn erstmal vergrößern. So, du willst Nahkampf, du kriegst Nahkampf. Oh, bist du ganz schwarz vor Augen. So. Hey, Vorsicht. Oh. Ich bin dazwischen gelandet. Da ist noch ein Hebel. Wer kann ihn zurückgehen? So halt. So, Knochenhebel. Knochenhebel. Ah. Was bringt der Hebel da drüben? Finden wir es raus? Oh. Ich bin dazwischen gelandet. Den Hebel fast erwischt. Nein! Okay, nochmal. Diesmal war es richtig. Hab's. Ich wollte es nochmal zeigen, wie man es falsch macht, damit ihr seht, wie man es richtig macht. So. So. Ja, sag mal. Okay, der Hebel ist fake. Schaffe ich den Sprung? Aua! Das hat mir wehgetan. Oh, das war scheiße! Ich weiß ja, wo ich hin muss. Au. Ich behände diese Stange hier, ist so wunderschön. Nein, Vorsicht. Nein, 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 nein. Ich finde es hier unten so toll, es ist einfach so wunderbar. Deswegen, ich kann einfach nicht aufhören, da runter zu springen. Es ist nicht so, dass ich doof bin zum Springen. Stellt mir nur nicht so doof hin. Ach Mann. So, jetzt. Siehst du, den ersten Versuch. Eingang zum Schrein. Bitten Sie einen Weg, die letzte Tür aufzuschließen und fahren Sie fort. Okay, wohin soll ich denn dann fahren? Egal, Hauptsache fort. Hi Moon hier. Die fanden auf jeden Fall diesen riesenärschigen Löwen so toll, dass sie ihnen so viele Statuen gewidmet haben. Oh. Nein, nein. Wie der gleich verkohlt ist. Okay, da ist was drin. Komme ich da rein? Irgendwie. Ah, verstehe, es ist ein riesiger Billardtisch. Ich wusste es, dass die Azteken ihn erfunden haben.
eigentlich streng genommen sind es ja die, wie hießen die nochmal? Freimaurer. Das ist ja ein Freimaurertempel. Ich wusste gar nicht, dass die solche antiken Tempel oder sowas gebaut haben. Kann ich eigentlich auch so eine Spinne, ich sage jetzt mal vorsichtig. Pieks. Nee, es geht nicht. Ich dachte, vielleicht geht das. Oh, ich sehe was, wo ich hochklettern muss. Haps. Nee. So. Und ihr wartet alle schön unten. Jeder Einzelne, der mir folgt. Ich erledige das im Alleingang. Gille, gille. Schönen Bauch kraulen. Okay. Oh, Geld. Da hat sich Kletterei ja gelohnt. Wie es heißt dann wieder. Auf Deutsch heißt es übrigens, es gibt keine. Dass ich keine Artefakte gefunden habe. So. Was, wofür ist dieser Hebel eigentlich da unten immer noch gewesen? Also es gibt hier wahrscheinlich viele Wege, die an vielen Orten hinführen. Found some ancient coins. So. Silberner Dublonen. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich wahrscheinlich hier gar nicht hoch musste, um die Mission zu erledigen. Beziehungsweise um hier irgendwas zu machen. Der Große beschützt mich. Tun die Spinnen eigentlich respawnen? Weil die eine habe ich doch gekillt. So, kann ich hier hoch? Oder eher nicht. Also ich kann mir echt vorstellen, dass ich hier wahrscheinlich, Mai, haben sie sich eingemauert, du arme Sau. Dass das hier wahrscheinlich einfach nur ein alternativer Schatz gewesen wäre. Ich würde mal kurz ins Hauptmenü zurückgehen. Und vielleicht mal auf Easy-Mode umschalten und mal schauen, ob man irgendwie Tipps oder sowas einholen kann. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt halt ein Hobby-Archäologe, aber ich kann hier halt wirklich gar nichts finden. Aber machen wir das einfach mal. Rückmeldung. Zurück zum Menü. Darf ich das Level wahrscheinlich neu starten? Dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ich bin wieder zurück. Diesmal habe ich auf einfach umgeschalten. Jetzt ist die große Frage: Ja, was bringt mir das jetzt? Aha. Hat irgendwas mit den Dingen machen müssen. Okay, der Tipp war ein bisschen zu deutlich. Sag jetzt mal vorsichtig. Weil die Beine so verdreht sind, oder? Oh mein Gott, das habe ich ja nie gesehen. Wo ist die Fußis nach vorne? Okay, ich muss ehrlich sagen, der Tipp war jetzt ein bisschen offensichtlich. Ich habe jetzt eher damit gerechnet, irgendwie, dass man. Okay, jetzt gehen die Dinger da auf. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, irgendwie, dass man da so hier ins Menü reingehen kann und sagt dann, ja, okay, ich brauche einen Tipp. Und kriegt dann einen Tipp, was man machen muss. Aber nicht irgendwie so, hier, guck mal, du musst da hingehen und das zu machen. Also wäre ich mit einem. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, dass man halt da immer wieder neu starten muss, wenn man das hier machen muss. Aber ich werde trotzdem jetzt halt, wenn möglich, nicht mehr den einfachen Modus hernehmen. Außer ich komme halt wirklich nicht weiter. In dem Fall war es halt sinnvoll, sage ich jetzt mal vorsichtig. So. Ich meine, ich habe wirklich gar nicht auf diese dummen Beine geachtet. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich eigentlich die Dinger noch? Ja, habe ich noch. Ich habe wirklich gar nicht auf diese dummen Beine geachtet.
Ich meine, im geistigen Auge habe ich es, glaube ich, sogar gesehen, dass die nicht gepasst haben, die Beine. Aber ich habe mir nicht großartig viel gedacht, weil ich mir dachte so, ach, guck mal, das ist süß da. Okay, jetzt müssen wir irgendwas mit den Köpfchen mehr machen. Das ist so ein klar. Müssen die sich angucken? Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Na, schau, wie sie sich anschauen. Gibt es hier noch irgendwie Geld oder so? Reliquien zu finden oder. Muss ich hier planschen? Hm. Okay, legen wir die hier mal hier hin. So, Köpfchen, wo musst du hingucken? Okay, bis er einrastet. Das heißt. Einfach so rein. Das lässt das Badewasser raus. Oh, liegt eine Münze drin. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Ich kann es nicht nehmen. Jetzt bleib halt mal da oben liegen, du Drecksding. Ich krieg den nicht. Könnt ihr noch ein bisschen mehr Wasser rauslassen? Oder ein bisschen Süßwasser von mir aus auch? Na gut, wahrscheinlich müssen wir auf der anderen Seite genauso machen. Okay. So, ich hab's kapiert. Ich muss dich drehen. Da ist auch eine Münze drin. Warte ich mal. Steht jetzt richtig? Jetzt steht er richtig. Zugang zu der Münze. Ah, guck mal, die ist jetzt komplett aufgetaucht. So, und die andere? Naja, die Tür ist jetzt offen, egal. Die Tür ist offen, egal. Ich will die Münze haben! Na, die ist immer noch so ein bisschen was drin. So, jetzt den hier nochmal ein bisschen drehen. Okay, ich glaube, es ist einfach nur ein Bug, dass man die nicht holen kann. So, okay, dann entdecken wir hier weiter. Und zum Entdecken brauchen wir eine Fackel natürlich. Und das für eine Mumie. Warum sind das zwei? Geld? Ah, nee, doch nichts. Sondern nur eine Spiegelung. So. I finally uncover a tomb. An ancient book still as new as today. The Petra Book of Elders. Na, Wisdom of the Ancients. Nicht. It hints at how these civilizations were connected. Subtle clues suggest the ancients had ways to travel freely. Perhaps more advanced than we ever imagined. It seems this knowledge was concealed. Maybe for their own protection. The book mentions traveling to the Aztec lands. Now I finally have the location. Eine Sekunde mal. Nein. Warum kommen keine Untertitel eigentlich? It also notes that Petra's mechanisms were disabled because the people from this part did not follow the rules. This place might reveal what's missing from these texts. Fascinating. Wieder null in allen. Aber ich habe Level 1. Gut, kann Level 1 sein, weil ich es halt eben auf leicht gespielt habe. Es kann sein, dass es vielleicht drei verschiedene Levels halt eben gibt. Wenn ich jetzt auf den höchsten gerade gespielt hätte, vielleicht wäre ich da dann auch Level 1. Kann ja sein. Trotzdem, dass ich keine Schätze gefunden habe, das wundert mich jetzt ein bisschen.
Oh Scheiße, jetzt sind wir in Vietnam oder wo? Jurassic Park. Fick dich! Da ist gar keiner drin. The heart of the Aztec jungle. It's been too long since I've ventured into uncharted territory like this. Aha, okay. So, wir sind also offenbar nicht im Jurassic Park, wobei ich immer noch damit rechne, dass gleich irgendwo ein Rex daherkommt. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, bevor wir mit der reden, sollen wir uns noch in die Folge reinkloppen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich meinen Mann zusammengeschnitten habe. Ach, weißt du was, ich rede nur mit dir. Hallo, große Frau, ich bin ganz klein. So, wenn ich mal groß bin, will ich. Na? Ey, zeig doch drauf. Hello, Myra. I appreciate you taking the time to talk with me. Locating this place on the map proved to be quite a challenge. It almost feels as if the warm weather is a sign from the gods. Ich darf davon trinken, ich bin alt genug. Welcome, David. You think this is hot? The jungle can be unforgiving to those who aren't prepared. Are you sure you're ready for what lies ahead? Yeah. Das ist mein erstes Rodeo. This isn't my first rodeo. I'm not here for an ordinary sightseeing trip. My passion lies in the history. This is and I've come in search of ancient secrets that others are unwilling to pursue. As we talked about, it's not on the standard tour route, but I'll take you there. Oh, Entschuldigung, ich wollte just keep in mind, I can't promise you'll uncover anything valuable in the tomb. Mechanismus, den ich denkt habe. The mechanism I discovered in Petra has brought me here, seeking connections with the Aztec civilization. If it's here, I'll find it. The locals speak of ancient spirits that awaken in these treacherous tombs, posing a danger to those who enter. They caution against the potential for harm and even death, so we must be cautious and realistic about the risks we might encounter. Ich bin trotzdem entschlossen, weiterzumachen. Let's not be too concerned about the legend surrounding this place. I'm determined to proceed nonetheless. Whenever you're ready, simply drop me off at the location, and I'll venture into the tomb alone. I anticipate returning within half a day. Sounds good. I'll finish up here and fetch my Jeep. I'll meet you out front. Okay, lassen Sie uns diese Show auf den Weg bringen. Let the show begin. So, Errungenschaft freigeschalten. So, gehen. Och nö, nein! Ich wollte doch Begaman spielen. Dafür habe ich doch extra so viele antike Coins eingesammelt. Warum möchte ich wieder ins Hauptmenü zurück und das Level wieder auf normal runterschalten? Weil, wie gesagt, die Hinweise, die waren jetzt an sich ja eigentlich nicht schlecht gewählt, aber. Ja, das hätte man ein bisschen besser machen können, dass ich halt einfach so sage, oh, ich hätte gern. Wobei, vielleicht kann ich es ja mit irgendeiner Taste aktivieren bzw. deaktivieren. So. Finally, Tempel. Here I am in the heart of the Aztec jungle. The air is thick with the fragrance of exotic flora. Ancient stone ruins peek through the dense foliage. A testament to the civilization that once thrived here. I'm eager to uncover the hidden secrets and untold stories concealed within this ancient world. The jungle is brimming with a wide variety of wildlife, so I need to be extra cautious as I explore. All right, let's find this temple. It shouldn't be too far away now. Wieso hängt der Efeu hier eigentlich so runter? Na gut, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Oh, Pfeile. Bogen-Tutorial. Beginn das nochmal, Basis. Ich hab den Tutorial nicht aufgepasst. Naja, gut, egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von. Huch! See you later, Alligator! Lurking crocodiles. I should maintain a safe distance from the water's edge. Das kenne ich schon aus anderen Spielen. I could invite an unwelcome encounter with these formidable creatures. So. Auf jeden Fall würde ich sagen, würde ich mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Da würde ich sagen, see you later, Alligator. Hui! Böse, see you later, Alligator.
Also, tschüss. Na, da muss ich hin.